neue Ausgabe von Bauen und Wohnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen nachher mit einem Experten hier drüber, was das GEG, sprich das Gebäudeenergiegesetz, mit dem Wert eurer Immobilie macht oder auch gemacht hat. Aber vorher werden wir mal farbenfroh, also das komplette Gegenteil gerade von mir. Im nächsten Beitrag geht es um Farben, denn die haben eine ganz gewisse Wirkung auf uns. Sehen wir gerade Natur, alles wird grün oder blüht und wir haben eine viel bessere Laune. Also, wie schaffen wir die gute Laune nach Hause zu bringen? Die Erde oder auch der blaue Planet. Eine Welt gehüllt in endlos viele Farben. Vom strahlenden Blau des Himmels bis hin zum satten Grün der Wälder. Wir lassen uns von den Farben der Natur inspirieren. Wir tragen bunte Klamotten oder streichen unsere Häuser oder Wohnungen in unseren Lieblingsfarben. Doch wie entsteht diese große Vielzahl an Farben? Berücksichtigt man, dass der Mensch etwa 200 Farbtöne unterscheiden kann und variiert die Intensität der Farbtöne, ergeben sich pro Ton etwa 500 Abstufungen. Durch die Veränderung des Weißanteils kommen nochmal 20 Varianten pro Farbton hinzu. Macht unterm Strich rund 20 Millionen Farben. Und als Grundlage hierfür benötigen wir genau drei Farben: Rot, Gelb und Blau. Und jede dieser Farben hat ihre ganz eigenen Eigenschaften und Wirkungen auf den Menschen. Rot hat wahnsinnig viel Energie, ist auch messbar. Und Rot fördert die Durchblutung zum Beispiel, die Power, also wenn jemand sehr lethargisch ist und Rot hat, also eine Wand zum Beispiel, oder ein großformatiges Bild in Rottönen gehalten, dann kann das förderlich sein, dass ein Mensch, der ein bisschen down ist, wieder hochkommt. Deswegen wird es auch gern in Wohnzimmern genommen. Gelb ist, gelb sagt man nach, die Farbe der Kommunikation, Freude, Sonne, also das Sonnenlicht, ist nicht eine Farbe unbedingt, die so gern genommen wird, wobei Kommunikation im Eingangsbereich viel gemacht wird dann. In dem Blau ist die Lieblingsfarbe der Menschen. Das sind fast 40%, die Blau bevorzugen. Blau ist eine Farbe, die ist unkompliziert. Da kann man nichts falsch machen. Sowohl in Wohnräumen als auch in Geschäftsräumen als in der Kleidung. Da ist man auf der sicheren Seite. Blau beruhigt. Blau kühlt, wird oft in Schwimmbädern verwendet. In Wellnessbereichen ist Blau immer eine Farbe, die einfach diese Ruhe gibt. Deswegen wird es auch oft in Schlafzimmern angewendet. Bei der Gestaltung der Räume sollte man auch darauf achten, dass nicht alle Wände mit der Farbe gestrichen werden. Eine einzelne Wand reicht aus, um dem Raum einen neuen Charakter zu verleihen. Streicht man alle Wände in der gleichen Farbe, kann das sehr erdrückend wirken. Auch was die Gestaltung der Decken angeht, sollte man Folgendes beachten. Also Decken streicht man eigentlich nur, wenn man eine hohe Raumhöhe hat. Eine sehr hohe Raumhöhe, damit der Raum niedriger wirkt. Ansonsten beim Weiß bleiben. Wenn man eine niedrige Decke hat, dann streicht man nicht bis zur Kante der Decke, sondern etwas unterhalb, dann wirkt der Raum wieder höher. Also wenn Sie Altbauten haben mit 3,50 Meter oder 4 Meter, dann darf die Farbe auch mal dunkler sein. Und je niedriger, umso heller. Aber bei unseren Raumhöhen mit 2,45, 2,48 empfehle ich Weiß. Bevor man sich allerdings für eine Farbe entscheidet, sollte man auf sein Mobiliar achten. Dieses hat einen großen Einfluss darauf, ob und wie viele Farben zum Einsatz kommen sollten. Es ist im Moment der Trend sehr sachlich, sehr kühl, sehr klar, geradlinig. Da wird Weiß gestrichen, ja, mit schönen großformatigen Bildern. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel einen Altbau haben mit teilweise schönen alten Möbeln, dann kann auch mal ein Zimmer in einem wunderschönen, etwas dunkleren Grün gestrichen werden. Das wirkt dann wieder, es kommt auf die Räumlichkeiten an. Also ich würde jetzt nicht in einen Neubau, der voll durchdesignt ist, komplett alles in Farbe streichen. Sondern ich würde dann
ein Bild nehmen, eine Malerei oder Gemälde oder was auch immer. Oder kann auch eine Tapete sein, wo ich sage, okay, da nehme ich jetzt einen Teil raus und mache das in dieser Farbe. Farbe ist mehr als nur etwas für unser Auge. Farbe ist Geschmackssache, beeinflusst unsere Gefühle und kann dafür Sorge tragen, wie fit wir durch den Alltag gehen. Farbe gestaltet unseren Wohnraum und macht unser Leben ein kleines bisschen lebenswerter. Danke für die wertvollen Tipps und wir gehen jetzt raus in den Garten. Wer das ganze Jahr über frischen Salat und so weiter ernten will, der muss sich auch irgendwann mit dem Thema Anzucht beschäftigen. Unsere Kollegin Sarah Rahn, die hat keinen grünen Daumen, das sagt sie so, und hat das jetzt mal mit der Küchenpapiermethode ausprobiert. Ob das Ganze gelingt und wie die Anzucht wird, das seht ihr jetzt. Das Saatgutwissen ist verloren gegangen, denn keiner weiß mehr, wie man Saatgut vermehrt. Das sagt Patrick Kaiser. Er hat vor 4 Jahren die Initiative Tatgut in Tettnang gegründet, um samenfestes Saatgut von Gartenraritäten zu erzeugen. Das Ziel? Weg von 0815-Pflanzen hin zu vielfältiger Saatkultur. In über 10 Schaugärten und den dazugehörigen Beeten pflanzt Patrick unter anderem vergessenes Kulturgemüse an und sehr viel Regionales. Bei seinem Vortrag zum Thema Setzlinge ziehen und der dazugehörigen Samenausgabe Ende Februar macht Patrick deutlich, dass mittlerweile über 90% der Sorten, die es noch vor 150 Jahren gab, verloren oder verschollen sind. Deshalb wurde die Saatgutaktion Spektakel in Topf und Beet ins Leben gerufen. Gemeinsam mit der Anlaufstelle für Bürgerengagement und der Stadtbücherei Tettnang. Hier haben schon in den letzten Jahren immer wieder Saatgutausgaben stattgefunden. So wie auch heute. Es ist eindeutig, alle sind begeistert von der Sortenvielfalt und Patricks Saatgut. Zeit also, auch für mich aktiv zu werden. Ich habe leider so gar keinen grünen Daumen und Riesenrespekt vor der eigenen Anzucht. Aber mit Patricks Tipps und einigen der Samen im Gepäck möchte auch ich versuchen, ein Spektakel im Topf aufkeimen zu lassen. Und mit diesem Motto im Sinn versuche auch ich mein Glück. Es ist der Tag danach und ich werde jetzt mein Saatgutset aussehen. Und dazu benutze ich die sogenannte Küchenpapiermethode. Ich werde das Küchenpapier, das habe ich mir hier schon bereitgelegt, befeuchten, dann das Saatgut drauf und dann nochmal befeuchten, um es dann in eine Box zu tun. Und dann hoffen wir mal, dass da was draus wird. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen überfordert mit der Situation, weil ich möglicherweise weder einen grünen Daumen habe, noch habe ich sowas jemals gemacht. Es lässt also nur zu hoffen übrig. Damit meine Schützlinge auch wirklich wachsen und gedeihen können, muss es jetzt erstmal wohlig warm und dunkel sein. Wir müssen ja so tun, als wären sie unter der Erde. Gerade mal eine Woche später kann mein Projekt auch gleich weitergehen. Ich habe mich schon mit Erde, Setzlingtöpfchen und Handschuhen ausgerüstet. Und jetzt schauen wir mal, dass wir meine Schützlinge in die Erde setzen. Ich bin echt richtig stolz, was hier raus geworden ist aus meinen Schützlingen. Man sieht auf jeden Fall, die Sonnenblume keimt. Der Mini-Butternut ist auch schon ordentlich am Start. Und hier bei Glockenpaprika und Wildtomate kann man auch sehen, dass sich was tut. Ich versuche ganz vorsichtig zu sein, um nichts kaputt zu machen. In die Erde rein. Und dann noch ein bisschen Erde drüber. So, und damit alles schön richtig weiter wachsen und gedeihen kann, kommt noch Wasser drauf. Fehlt nur noch das Wichtigste. Damit ich alle am Ende wieder auseinanderhalten kann, habe ich jetzt beschriftet. Und jetzt würde ich mal sagen, ab in die Sonne damit. Oh.
Hoffentlich können meine kleinen Schützlinge in ein paar Tagen ausziehen und sich vermehren, damit ich das Saatgut dann extrahieren, trocknen und im Herbst wieder bei Patrick abgeben kann. Bis dahin müssen sie aber noch ordentlich wachsen. Liebe Sarah, herzlichen Glückwunsch. Der Start ist also schon mal gelungen. Wir sehen uns gleich wieder. Dann gehen wir wieder raus in den Garten und wir gehen auf die Landesgartenschau nach Wangen und zeigen euch exklusive Einblicke vor dem Start. Und weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr ein paar frühe Blüher im Pflanzdruck fit bekommt und wie ihr auch Salat und Radieschen für das Frühjahr und den Sommer anpflanzt. Für uns Menschen hat das neue Jahr längst begonnen. Für viele Pflanzen geht es jetzt erst los. Denn der März ist auch der Startschuss für den Frühling und das heißt, es ist Zeit, den Garten wieder fit zu machen. Wie Gärtner Christian Herb weiß, gehört dazu unter anderem das Einpflanzen neuer Blumen. Auf die alte Erde sollte etwas neue, torffreie gegeben werden, bevor man das Beet nach Wunsch gestalten kann. So, und dann fangen wir jetzt einfach zum Pflanzen an. Einfach Topf raus und ungefähr so tief pflanzen, wie praktisch der alte Rand von dem Topf auch war. Also nicht tiefer, aber auch nicht höher. So können Frühjahrsblüher wie Narzissen, Bellis oder Hornveilchen auch bei kälteren Temperaturen ihre volle Pracht zeigen. Aber nicht nur Blumen kann man jetzt einpflanzen. Im Gemüsebeet eignen sich vor allem Radieschen, gelbe Rüben oder wie hier der Salat. Da die Salatköpfe recht groß werden, muss man hier auf ausreichend Platz achten. Die Abstände sind immer so ein bisschen ein Problem, wie weit muss ich sowas auseinanderpflanzen. Und man muss sich einfach letztendlich den fertigen Salatkopf vorstellen, der wird ja ungefähr so groß. Und das sind es wahrscheinlich dann so 25, 30 Zentimeter. Und so weit muss ich sie auch auseinanderpflanzen. Also wenn ich sie enger pflanze, dann ist es meistens so, dass sie dann aneinander hochgehen und sehr leicht dann unten faulen. Und wenn ich sie zwei zäh setze, dann ist es halt Platzverschwendung. Damit der Boden ausreichend feucht bleibt, werden die frisch eingepflanzten Salatköpfe noch angegossen. Mit Glück kann man dann sogar schon in einigen Wochen die ersten Salatblätter ernten. Um in den nächsten Monaten wieder wachsen zu können, müssen einige Pflanzen erstmal zurückgeschnitten werden. Wie hier die Bodendeckerrose. Und eigentlich die Bodendeckerrose kann man relativ weit runterschneiden. Also man kann sie schon bis auf, sagen wir mal, 15 cm, 20 cm runterschneiden, einfach runter mit dem Dings. Wichtig ist beim Rosenschneiden, Sie sehen schon, gescheite Handschuhe, weil die haben doch ganz schöne Stachler. Und was auch noch wichtig ist, dass sie praktisch, dass die Pflanze schön nach außen wachsen kann, dass man alles, was in den Stock selber rein wächst, dass man das relativ kurz macht. Der wächst da ganz quer durch. Und dass man, wenn man es machen kann, auf die außengehende Knospe schneidet. Also hier, das wäre die außengehende Knospe, dass sie rauswächst und nicht, dass sie in den Stock reinwächst. Das Ergebnis zeigt sich erst ein paar Monate später, wenn die Rosen dann den ganzen Sommer über blühen können. Der Winter war immer wieder sehr mild. Trotzdem ist noch Vorsicht geboten. Durch diese warme Witterung, was wir heuer schon gehabt haben im Januar und im Februar, fängt die Aprikose jetzt praktisch Ende Februar zum Blühen an. Wir wissen alle nicht, was das Wetter die nächsten Wochen macht. Wenn jetzt ein Frost kommen würde, dann würden die Blüten verfrieren und wir haben keine Aprikosen heuer. Deswegen sollte man die ein bisschen schützen, falls der Frost kommt und wir legen da einfach ein Vlies drumherum. So. Und dadurch sind die Blüten so für den ersten Frost ein bisschen geschützt. Doppelt rum ist sogar besser als einfach so. Es gibt also einiges zu tun im eigenen Garten. Wer sich dieses Jahr zum ersten Mal an einem eigenen Beet versuchen möchte, sollte sich laut Christian Herb erstmal an wenigen Pflanzen ausprobieren. Und dann sind mit etwas Glück schon bald viele kleine Erfolge zu sehen.
Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu eröffnet Ende April und wir zeigen euch jetzt schon die ersten exklusiven Einblicke und auch einen Showgarten, der sich dann immer weiter entwickelt. Außerdem verlosen wir Freikarten. Doch bis wir dahin kommen, jetzt erstmal der Beitrag. Gartenträume werden Ihnen präsentiert von Ihren Experten für Garten und Landschaft, Gallabau Baden-Württemberg. Die Landesgartenschau findet in diesem Jahr im schönen Allgäu in Wangen statt. Es beginnen nun die aufregenden letzten Tage bis zur Eröffnung. Gartenfans können sich dann aber ab 26. April auf ideenreiche Themenparks, klassische und wilde Gärten und üppige Blumenausstellungen auf 3500 Quadratmetern im Argenpark freuen. Außerdem wurden Projekte der Stadtentwicklung finalisiert, die sich im grünen Gürtel befinden, wie beispielsweise ein Aussichtsturm in nachhaltiger Holzbauweise in Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart. Auch das brachliegende Industrieareal der ehemaligen Baumwollspinnerei Erba wurde zu neuem Leben erweckt und saniert. Wie ein blaues Band zieht sich die obere Argen durch das gesamte Gelände. Im Zuge der Umbauarbeiten wurde hier das Flussbett revitalisiert und verbreitert. Neben zahlreichen Attraktionen sind dann auch 10 Schaugärten in Zusammenarbeit mit dem Verband des Gartenlandschafts- und Sportplatzbau angelegt. Und einen davon schauen wir uns heute mal genauer an. Also wir haben ganz oft jetzt schon bei Landesgartenschauen mitgemacht und haben uns einfach dieses Mal entschlossen, nicht das fertige, geschleckte Projekt abzuliefern, sondern auch einfach mal den Entstehungsprozess dahinter mal abzubilden. Dahingehend haben wir uns für das Konzept Baustellengarten entschieden. Es soll soweit bedeuten, dass das Projekt am Ende aussieht, als wäre es noch eine Baustelle. Im Grunde genommen einfach, dass es immer noch bespielt wird während der Landesgartenschau und auch einfach, dass man sieht, das steckt also hinterm fertigen Produkt Garten. Unsere Azubis werden hier die ganze Zeit den Schaugarten bespielen, dann dementsprechend auch ihre eigenen kleinen Projekte hier verwirklichen, damit immer jemand da ist und das Baustellenkonzept auch immer begleitet ist. Wer jetzt Lust bekommen hat auf einen Ausflug ins schöne Allgäu nach Wangen, muss sich noch bis zum 26. April gedulden. Dann öffnet die Landesgartenschau ihre Tore. Tickets sind dann für 19 Euro für Erwachsene zu erwerben. Gallabau Baden-Württemberg. Wir machen das. Das sieht bestimmt total genial aus, wenn im Sommer alles richtig grün ist und blüht. Und wir verlosen 3x2 Eintrittskarten bei uns auf Facebook und Instagram schauen. Da könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Wir sehen uns gleich wieder. Dann sprechen wir hier mit Frank Bauer, einem Immobilienexperten, darüber, was hat Habecks Heizgesetz, besser gesagt das große GEG, Gebäudeenergiegesetz, eigentlich mit den Immobilienpreisen gemacht. Bis gleich. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Jetzt reden wir über die Entwicklung der Immobilienpreise durch das Gebäudeenergiegesetz. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich Frank Bauer. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Bauer. Herr Bauer, welche Auswirkungen hat das Gesetz denn jetzt? Sind die Preise massiv nach unten oder sagt man früher, vieles nicht passiert? Es hat Auswirkungen gehabt. Es hat die ein oder andere Schockstarre verursacht natürlich. Es gab natürlich Reaktionen darauf. Verunsicherung gab es in erster Linie natürlich am Anfang. Es hat sich aber inzwischen ganz gut eingependelt. Jetzt sind ja manche Häuser energetisch besser und manche schlechter. Wirkt sich das jetzt auf die Preise großartig aus?
Es hat sich ausgewirkt. Der Markt hat insgesamt etwas nachgegeben aufgrund der Zinsen und natürlich auch aufgrund dieser Sanierungsverpflichtung, die jetzt kommt. Aber es ist nicht ganz so stark, wie man das ursprünglich angenommen hat oder wie man es befürchtet hat. Es gab Nachlässe, es gibt Nachlässe, besonders natürlich bei den renovierungs- oder sanierungsbedürftigen Objekten. Gibt es jetzt welche, wo Sie sagen, da macht es sich deutlich am Preis bemerkbar wie bei anderen? Ja, je größer und je älter, je mehr Sanierungsstau, desto größer natürlich die Auswirkung. Aber auch hier reden wir über schaubare Größenordnung. Wir reden bei größeren Objekten irgendwo 15-20%, was wir insgesamt verloren haben die letzten zwei Jahre, bei kleineren Objekten, bei etwas neueren Objekten teilweise gar keinen Verlust, beziehungsweise jetzt schon wieder aufwärts bewegt. Sie waren ja neulich bei unserem Vortragsabend da und haben gesagt, viele Käufer sagen, ach, zieh mal 30.000 Euro ab für die Heizung und dann passt das. Ist das so eine gängige Masche jetzt draußen geworden? Ich würde nicht sagen, es ist eine Masche. Es wird den Käufern regelrecht in den Mund gelegt natürlich. Und natürlich ist es auch nachvollziehbar und verständlich. Man sollte sich natürlich als Verkäufer ein Stück weit auch vorbereiten jetzt inzwischen. Das heißt, man sollte sich natürlich Gedanken machen, welche Sanierung steht an bei meiner Immobilie. Sollte sich Argumente überlegen, wie man es eingepreist hat. Sollte natürlich auch entsprechend Vorschläge haben, dass man sagt, schau her, meine Heizung zu sanieren kostet eine Summe X. Das habe ich im Preis berücksichtigt und Ähnliches. Ansonsten kann mir das natürlich passieren, dass der Käufer einen aufgerufenen Preis sieht und dann natürlich sagt, ich verhandle die gesamte Renovation, die ich reinstecken möchte, nochmal runter. Und dann wird es in der Diskussion natürlich schwierig. Kann man das komplett runterhandeln oder ist das so ein bisschen Wunschdenken eigentlich? Weil der Wert der Immobilie ist ja trotzdem da. Ja, also in der Regel kalkuliert der Verkäufer, wenn er das richtig macht, ja seinen Wert im Prinzip schon inklusive oder exklusive dieser Sanierung, die ansteht. Der Käufer kommt natürlich aus einer anderen Perspektive. Der Käufer sagt natürlich, gut, eine Immobilie kostet eine Summe X und da muss ich jetzt noch so und so viel investieren, das würde ich gerne abziehen. Und da muss man entsprechend natürlich sich vorbereiten, argumentieren und natürlich schauen, dass man da auf den Nenner kommt. Jetzt haben wir über Häuser gesprochen, jetzt kommen wir mal zu Wohnungen. Wie kann ich da jetzt einen Preis ausfindig machen? Das sind ja oft WGs, ich muss nach Rücklagen schauen. Ja. Ist das komplexer wie ein Haus? Es ist sicherlich nicht ganz so leicht zu durchschauen. Es gibt aber relativ einfache Regeln, die man beachten sollte. Man sollte sich heute bei einem Kauf einer Eigentumswohnung sicherlich mit der Verwaltung einmal auseinandersetzen und einfach mal den Sanierungsstand abfragen, den Sanierungsfahrplan abfragen. Im Grunde ist es sogar einfacher, wenn man weiß, welchen Weg man gehen muss. Man kann sich bei der Verwaltung erkundigen, wenn man Sanierungsfahrplan vorliegen hat und weiß, was ist geplant, welche Umlagen sollen kommen, sind Rücklagen genügend vorhanden oder sind Sonderumlagen geplant, dann kann man da sehr gut kalkulieren. Wie wirkt sich da preislich aus? Mehr wie bei den Häusern, wenn jetzt ein Haus vielleicht nicht ganz so energetisch top drauf ist? Wenn tatsächlich im Sanierungsfahrplan größere Umlagen geplant sind, wirkt sich das definitiv aus. Auch hier ist natürlich wichtig für den Verkäufer, sich vorzubereiten und das einzupreisen. Das, wir raten immer dazu, das von vornherein transparent zu kommunizieren, zu sagen, eine Wohnung kostet Summe X und Sie müssen noch eine Summe Y dazu kalkulieren als Käufer. Dann gibt es später keinen Anlass, das runter zu verhandeln. Wenn der Käufer natürlich kommt und denkt, mit diesem Preis ist alles in Ordnung und stellt dann fest, da muss was gemacht werden, wird er selbstverständlich versuchen zu verhandeln. Wie ist die Lage auf dem Immobilienmarkt insgesamt? Also vor einem halben Jahr war ja noch schwarze Trauer. Ist es jetzt? Hat sich gelöst? Sind die Leute wieder aktiver geworden? Ja, sehr, sehr. Wir hatten natürlich zwei Komponenten, die zusammengekommen sind. Wir hatten den Zinsanstieg und das GEG. Und das GEG war der größte Schaden, der entstanden ist, eigentlich durch die Unsicherheit entstanden, durch diese unselige Geschichte, dass keiner wusste, was kommt denn jetzt tatsächlich. Seitdem feststeht, was tatsächlich beschlossen wurde und nachdem die Bedingungen auf dem Tisch liegen, hat sich der Markt ganz, ganz stark beruhigt. Nicht beruhigt, sondern er hat sich erholt, so muss man sagen. Wir haben einen extrem starken Bedarf am Markt. Wir haben einen extrem Fehlbestand an Immobilien. Das heißt, die Nachfrage ist sehr, sehr hoch. Wir verkaufen sehr, sehr gut. Das Jahr 2024 beginnt sehr, sehr stark und zwar, soweit ich das mitbekomme, sogar bundesweit und hier in unserem Bereich ganz besonders. Herr Bauer, vielen Dank für die Informationen und den Besuch bei uns im Studio. Sehr gern, hat mich gefreut. Das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Kommende Woche sind wir für euch auf der Landesgartenschau und zeigen euch ein paar Gärten. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute und tschüss.